Es begrüßt Sie nun der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Werner Wenning. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Gäste aus Politik, Sport und Wirtschaft, liebe Mitglieder von Bayer 04 Leverkusen. Ich begrüße Sie heute Morgen auf das Herzlichste in einer der guten Stuben der Bayer AG, dem altehrwürdigen Erholungshaus. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich den Weg nach Leverkusen gefunden haben. Wir empfinden Ihre Anwesenheit als eine große Auszeichnung für das Geburtstagskind Bayer 04 Leverkusen und für den Sportförderer Bayer AG. Apropos Geburtstagskind. Gerade haben wir einen weiteren Geburtstagskind zugehört. Die Bayer Philharmoniker werden ebenso wie der Bayer Männerchor in diesem Jahr 100 Jahre alt. Ich denke, Sie beide haben einen Applaus verdient. Sie sehen, Bayer steht sowohl für Sport als auch für Kultur. Unser heutiger Veranstaltungsort, das Erholungshaus, meine Damen und Herren, ist durchaus nicht zufällig gewählt worden. Er steht nämlich für ein bedeutendes Stück der Bayer Sportgeschichte. Es mag Sie verwundern, aber in eben diesen Gemäuern wurde in den Anfängen von Bayer 04 Leverkusen Sport betrieben. Zumeist wurde geturnt, oder vielleicht doch besser gesagt, Leibesübungen betrieben. Später fanden hier, man mag es kaum glauben, sogar Boxkämpfe statt. Herr Wenning, ich habe hier etwas für Sie. Was ist denn das? Das ist etwas, das ich im Bayer-Archiv gefunden habe. Schauen Sie doch mal rein. Das will ich gerne tun. Lassen Sie mal schauen. Oh, an die verehrliche Direktion der Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer und Co. Mit höflicher Bezugnahme auf anliegende Unterschriften richtet der Unterzeichnete die Bitte an die verehrliche Direktion, welche Zeiten, die Gründung eines Tonvereins für ihre Werksangehörigen gütigst erwägen, beziehungsweise bewerkstelligen und denselben einen Tonraum und einen Spielplatz für seine Übungen zur Verfügung zu stellen. Durch Gewährung eben diesen Gesuchs erweisen Sie Ihren Beamten und Arbeitern, ganz besonders aber den jugendlichen Arbeitern, eine große Wohltat und würde diese Gründung sich den schon vorhandenen Wohlfahrtseinrichtungen würdig erweisen. Mit diesen Sätzen, meine Damen und Herren, ist der Grundstein für den heutigen TSV Bayer 04 Leverkusen und die Bayer Sportförderung gelegt worden. Was damals als Wunsch aus der Belegschaft kam, und zur Gründung von Bayer 04 Leverkusen am 1. Juli 1904 führte, hat sich über Jahrzehnte zu einer Sportbewegung unter dem Bayerkreuz entwickelt. Heute unterstützt unser Unternehmen an den Standorten Leverkusen, Dormagen, Krefeld-Uerdingen und Wuppertal insgesamt 29 Sportvereine mit über 53.000 Vereinsmitgliedern. Und das ist mir wichtig. Unsere Vereine sind offen für jedermann. Auch das ist ein Ausdruck unserer Verbundenheit mit den Nachbarn und
den Kommunen an unseren nordrhein-westfälischen Standorten. Dabei wird unser Sportengagement von den Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Mal wird über den Fußballverein Bayer 04, mal über die Bayer Leichtathleten, mal über den Basketball-Rekordmeister und mal über eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit gesprochen. Sie sehen, Bayer 04 Leverkusen wird als sportlicher Tausendfüßler betrachtet und dies ist gut so. Natürlich habe ich auch meine ganz persönlichen Erinnerungen an die Sternstunden von Bayer 04 Leverkusen. Als junger Mann saß ich Stunden vor dem Fernseher, um bei den Olympischen Spielen 1964 und 1972 die Erfolge von Willy Holdorf und Heide Ecker-Rosendahl zu bewundern. Als Statthalter von Bayer in Spanien erlebte ich die goldene Stunde des Bayersports mit den Olympiasiegern Heike Henkel und Dieter Baumann bei den Spielen von Barcelona 1992 live im Stadion. Und als Bayer-Vorstandsvorsitzender war ich in Glasgow dabei, als die Bayer 04-Kicker im Champions-League-Finale gegen Real Madrid trotz der Niederlage ein tolles Spiel ablieferten. Das sind nur vier Highlights, bei denen der Bayersport nicht nur dabei, sondern sozusagen mittendrin war. Doch die Bayersportförderung und gerade Bayer 04 Leverkusen sind mehr als der Profi- oder Leistungssport. Wir sprechen gern von einem Drei-Säulen-Modell, wenn wir Bayer 04 Leverkusen beschreiben sollen. Mit dem Spitzensport, dem Jugend- und Breitensport sowie dem Behindertensport haben wir sicherlich eine einzigartige Aufstellung. Es erfüllt mich dabei mit großer Freude, dass wir bei Bayer 04 Leverkusen nahezu für jeden etwas bieten können. Anders ausgedrückt, sehr vielen Menschen haben wir eine Chance gegeben, ihre persönlichen sportlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Dabei werden ihnen auf spielerische Art und Weise neben der sportlichen Fitness viele Fähigkeiten für den Alltag vermittelt. Begriffe wie Fairplay, Siegeswille, Enttäuschung, Niederlage, Hoffnung oder Teamgeist stehen dafür, dass man den Sport wohl auch als eine Schule für das Leben bezeichnen kann. Lassen Sie mich ganz besonders zwei Bereiche bei Bayer 04 Leverkusen herausreden, die stellvertretend für die Bayer Sportförderung stehen. Der Nachwuchssport und der Behindertensport. Beide Initiativen haben in den vergangenen Jahren bei der Bayer Sportförderung immer stärker an Bedeutung gewonnen. So haben wir allein in den vergangenen zwei Jahren 8-mal das grüne Band für Nachwuchsförderung der Dresdner Bank erhalten. Es freut uns sehr, wenn uns kompetente Gremien, unter anderem die Stiftung Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, immer wieder für unser Engagement belohnen. Unser Ziel ist es, für junge Menschen den individuellen Sportlertraum in Erfüllung gehen zu lassen. Dabei helfen wir mit Teilinternaten und Sportlerklassen, verbunden mit einem Ausbildungsplatz bei der Bayer AG oder Kooperationen mit Kindergärten und Schulen. Die gute Infrastruktur beim TSV Bayer 04 Leverkusen mit 16 vereinseigenen Hallen in 2 vereinseigenen Sportparks mit 70 hauptamtlichen Mitarbeitern sowie über 750 Ehrenamtlern ist dabei sicherlich nicht zu unterschätzen. Ich weiß, dass Ihnen, sehr geehrter Herr Bundeskanzler und Ihrer Frau, das Thema Behindertensport besonders am Herzen liegt. Ihre Frau ist ja auch Schirmherrin des deutschen Behindertensports.
Wir bei Bayer und dem TSV Bayer 04 Leverkusen sehen es seit über 50 Jahren als gesellschaftliche Aufgabe, behinderten Menschen durch den Sport Motivation und Hilfestellung zu geben. Weit bevor der medienwirksame Begriff Paralympics Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geprägt wurde, hat sich Bayer 04 Leverkusen dem Behindertensport gewidmet. Mit der Herbert-Grünewald-Stiftung, benannt nach einem unserer ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und als Sponsor des Deutschen Behindertensportverbandes, wollten wir deutlich machen, dass wir mit der Förderung des Behindertensports es ernst meinen. So freut es mich besonders, dass bereits jetzt 16 Bayer-Athleten die Nominierung für die Paralympics 2004 in Athen sozusagen in der Tasche haben. Dazu werden sich sicherlich gut 20 Athleten für die Olympischen Spiele 2004 gesellen. Das Geburtstagskind Bayer 04 Leverkusen würde heute trotz aller Förderung aus dem Hause Bayer ohne das große Engagement der Mitarbeiter, Übungsleiter und Ehrenamtler nicht so gut dastehen. Ich möchte Ihnen, lieber Herr Beck, als Vorsitzender stellvertretend für alle Bayer 04 Mitglieder und Mitarbeiter gratulieren und gleichzeitig danken. Glauben Sie mir, ich weiß, was es heißt, einen Großverein mit all seinen Interessenslagen durch gute und weniger gute Zeiten zu führen. Bitte geben Sie den Dank des Bayer-Vorstandes an die große Schar der Mitarbeiter weiter. Und den vielen Mitgliedern rufe ich zu, herzlichen Glückwunsch und viele sportliche Erfolge auch in der Zukunft. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir betrachten es als ein Zeichen Ihrer Verbundenheit, dass Sie heute nach Leverkusen gekommen sind, um uns zu sprechen. Wir wissen, dass das sicherlich keine Selbstverständlichkeit ist und ich würde Sie jetzt auf die Bühne bitten, um Ihnen zunächst einmal ein kleines Geschenk zu überreichen. Diesmal ist es nicht der EM-Ball 2004 in Portugal, der von Bayer, das muss ja mal gesagt sein, wenn der Bundespräsident schon darauf abhebt, der von Bayer 04 entwickelt worden ist und aus Bayer-Polyurethan besteht. Es ist die Chronik von Bayer 04 Leverkusen. Ich habe durch diese Chronik etwas geblättert, vieles aus meiner Kindheit, Jugend hier wiedererkannt und ich bin sicher, dass Sie als ausgewiesener Sportfan auch einige Anekdoten wiedererkennen, die Sie an Bayer 04 Leverkusen erinnern wird. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Rede. Ich nehme es mal. Okay. Muss Ihre, Herr Wenning, erst zusammenpacken hier. Lieber Herr Wenning, lieber Schneider, lieber Herr Beck und weil Sie es offenbar so gerne hören, verehrliche Direktion. Es waren wirklich noch Zeiten, ne? Kein Betriebsrat und... Moment, wer klatscht, dem werde ich den Schmold melden hier. Ich freue mich, hier sein zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Tat, 200-Jährige, das Symphonieorchester und der Sport, verehrter Herr Bundesinnenminister, lieber Otto, das lässt hoffen, wenn man sich die Dynamik dieser beiden so anschaut.
freue mich, hier sein zu können, weil ich meinen Respekt sagen will. Meinen Respekt vor einer großartigen Tradition, einer Tradition in Kunst und Kultur, derer jedenfalls, die es tun und die ganzen 100 Jahre lang getan haben, aber auch Respekt sagen will vor den Anstrengungen eines Unternehmens, das sich in schwieriger gewordenen Zeiten, wo es ganz viele gibt, die sagen, das können wir, das wollen wir uns nicht mehr leisten, Sponsoring zu betreiben für Sport, für Kunst und Kultur. Es reicht, wenn wir in kalten Zahlen rechnen, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich daran gewöhnen. Ich will meinen Respekt sagen vor einem Unternehmen, das stolz ist auf diesen Teil seiner Erfolgsgeschichte, genauso wie auf den wirtschaftlichen Teil seiner Erfolgsgeschichte, und das auch, Sie haben es erwähnt, Herr Wenning, in schwierigen Zeiten, und wer hätte die nicht hinter sich zu bringen, dabei geblieben ist, dass motivierte Mitarbeiter ganz wichtig sind für den Erfolg eines Unternehmens und sie nicht zuletzt dadurch zu motivieren sind, dass sie Teil eines Unternehmens sind, das sich kulturellen und sportlichen Aufgaben ganz selbstverständlich widmet und die dafür erforderlichen Mittel auch zur Verfügung stellt. Es ist angeklungen, was die Geschichte dieses Unternehmens und der Sport- und Kulturabteilung, wenn ich das so sagen darf, angeht. Wenn ich über Bayer Leverkusen nachdenke, dann kommen mir bei dem Thema 100 Jahre Bayer 04 ein paar Dinge in Sinn. Erstens, es ist in der Tat der älteste Werksverein in Deutschland, dieser TSV Bayer 04. Zweitens, wenn auch jetzt, jedenfalls was die öffentliche Wahrnehmung angeht, gelegentlich anderes im Vordergrund steht, die großen Verdienste Bayer Leverkusens in der Leichtathletik, denke ich, muss man immer wieder betonen. Drittens, natürlich die Fußballabteilung als ein faszinierendes Aushängeschild inzwischen des Vereins. Und viertens, Herr Wenning, Sie haben es erwähnt, das soziale Engagement, aber auch die außerordentlichen Leistungen, die im Behindertensport erzielt werden. Ich habe es erwähnt, gegründet wurde dieser älteste deutsche Werkverein im selben Jahr wie die Kulturvereine der Bayer AG. Etwa der Bayer Männerchor, ich weiß nicht, ob der heute auch noch singt, oder aber das Sinfonieorchester, das wir gehört haben. Für Karl Duisberg war damals die Förderung der Kultur, die Unterstützung sozialer Einrichtungen, aber auch das sollte man an einem solchen Tag erwähnen, der Werkswohnungsbau, ein Teil des sozialen Engagements der Bayer Werke. Ebenso wie natürlich die Förderung des Sports. Wenn man so will, gehörte der damalige TSV 04 zur Identität des Unternehmens. Und wie man gehört hat, gilt das auch heute noch. Die Bayer AG ist nämlich weit mehr als lediglich der Hauptsponsor des Vereins. Das Unternehmen engagiert sich im Sport weit, weit über den Werksverein hinaus. Es investiert regelmäßig in Sportanlagen und schließt Sponsorenverträge für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Und Verein und Unternehmen helfen den Sportlern auch beim Übergang in ein Leben nach dem Leistungssport. Gewiss gibt es sehr viele Profis, die das gar nicht brauchen. Aber hinter dem, was da an Gehältern gezahlt wird, etwa im Fußballsport, aber nicht nur dort, verbirgt sich erhofft die Tatsache, dass viele, viele Spitzensportler, die nicht in den ganz spektakulären Bereichen aktiv sind, diese Hilfe beim Übergang vom Leistungssport in ein Berufsleben sehr, sehr wohl brauchen und auch in Zukunft brauchen werden. Ich will gar nicht denen widersprechen, die gelegentlich Bezahlung in bestimmten Bereichen kritisieren. Dazu gibt es viel Grund. Aber das darf eben nicht die andere Seite auch des Leistungssports verdecken, in dem nicht das große Geld verdient wird,
trotzdem große und großartige Leistungen erbracht werden und die dann wirklich die Möglichkeit brauchen, nach dieser Phase des absoluten Leistungssportes auch beruflich zurechtzukommen und dass Bayer dabei hilft, finde ich schon schön. Die Zahl der rund 50.000 Mitglieder in den Bayer Sportvereinen, an allen Standorten übrigens des Unternehmens, spricht dabei für sich, was die Leistungsfähigkeit und die Begeisterungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Sport angeht. Es ist ein Beweis für die Attraktivität des Sports und für die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben durch Sport, genauso wie durch Kultur. Klar, bevor der Fußball die Sportart wurde, die heute zumindest am häufigsten im Zusammenhang mit Bayer 04 Leverkusen genannt wird, war das die Leichtathletik. Und sie ist es immer noch, man muss das sagen. Während vieler Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele konnte man beinahe eine Gleichung aufmachen. Bayer Leverkusen gleich Nationalmannschaft, jedenfalls sehr stark in den Teams vertreten. Bis heute ist Bayer Leverkusen der erfolgreichste deutsche Leichtathletikclub. Auch das, denke ich, darf nicht in Vergessenheit geraten. Und ich fand schön, Herr Wenning, dass Sie gewiss nur beispielhaft die Namen einiger Olympiasieger genannt haben. Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meifert, Heike Henkel, Dieter Baumann, Dr. Arndt Schmidt, aber eben auch Willi Holdorf. Und ich finde, die Älteren, zu denen ich ja auch gehöre, werden das Bild am Schluss des Laufes nicht vergessen, wo er ziemlich kaputt, aber genauso glücklich aussah. Und er hatte Grund dazu, denke ich. Ich glaube, dass diese Phase von Bayer in der Leichtathletik, die ja anhält, nicht unterschlagen werden darf. Aber das schmälert auch nicht, was der Verein mit seinen Handballern, und man konnte auf den Bildern sehen, dass hier noch Feldhandball gespielt worden ist, eine fast vergessene Sportart, bei der es kein 7-Meter-Kreis, sondern, wenn ich richtig informiert bin, ein 13-Meter-Kreis gegeben hat und bei dem wundervolle Tore erzielt worden sind. Volleyball ist gespielt worden, Fechten ist hier groß geworden, aber natürlich zu Recht wurde auf Basketball hingewiesen. Das, meine Damen und Herren, ändert nichts daran, dass die Fußballabteilung inzwischen, jedenfalls was die nationale und internationale Wahrnehmung im breiten Publikum, bei den Leichtathleten ist das natürlich anders, angeht, das Aushängeschild des Vereins geworden ist. Bei mir steht hier das strahlende Aushängeschild. Gelegentlich, würde ich sagen. Gelegentlich. Also ist schon so, es sind die Leistungen der Profifußballmannschaft, mit denen die Fans, aber auch die anderen Sportinteressierten sich identifizieren. Und ich stehe nicht an, meine Damen und Herren, hier einen zu nennen, der besonders zu diesem Erfolg beigetragen hat und der in einem sehr positiven Sinne auch immer wieder besonders auffällt, selbst wenn er baden geht. Ich meine Rainer Kallmund. Das Badengehen, das man gelegentlich in Werbespots sieht, das hat nichts zu tun mit den Erwartungen, die man im Fußballsport an ihn auch in Zukunft hat. Wegdrücken geht nicht. Wäre auch schwer, muss man, glaube ich, sagen. Aber wir denken auch an die beiden Tragödien, die Bayer Leverkusen gleich zweimal unter Christoph Daum und unter Klaus Toppmöller die deutsche Meisterschaft, aber wirklich um Haaresbreite gekostet haben. Und man hat da große, breite Männer weinen gesehen. Das wird auch im Gedächtnis bleiben, denke ich. Im zweiten Fall rückte sie mit begeistertem Fußball sogar noch ins Champions League und ins DFB-Finale auf und gewann in der Tat einmal und scheiterten unglücklich. Leverkusen hat sich, daran sollte man sich in diesen Tagen ruhig erinnern, aber auch für die Fußballnationalmannschaft stark engagiert.
In dem Zusammenhang, wie könnte das anders sein, muss von Rudi Völler die Rede sein, der sich der Nationalmannschaft in einer ganz, ganz schwierigen Lage zur Verfügung gestellt hat, obwohl er, weiß Gott, nicht nur andere Ambitionen, sondern auch andere Perspektiven hatte. Dann hat er diese Mannschaft, auch das darf nach dem Abschneiden bei der Europameisterschaft, was ja nicht so ganz voll war, das können wir ja ruhig feststellen, gesagt werden. Dabei hat er sich diese Mannschaft förmlich neu wieder aufgebaut, ist mit ihr Vize-Weltmeister geworden und hat das Team für die Europameisterschaft qualifiziert. Ist längst nicht jedem gelungen. Übrigens, was den Zeitpunkt angeht, heute ist der Tag, wo sich zum 50. Mal das Jahr jährt, in dem Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Am 4.7.1954, nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und heute ist der dritte, dann ist es morgen, macht ja nichts. Das lieber Herr Vestberg, unterscheidet einen Bundeskanzler von einem Landesminister. Der Bundeskanzler muss so viel arbeiten, dass er mit den Daten nicht mehr zurechtkommen kann. Das werden Sie verstehen, ne? Also, ich wollte daran nur erinnern, übrigens, der Bundespräsident hat ja in seiner Antrittsrede auf diesen wunderbaren Ball hingewiesen, mit dem gespielt wird, und hat sich dann nicht nur über den Bayerball verbreitet, sondern auch über den, mit dem 1954 gespielt worden ist. Das war ja ein Leder. Und er hat dann gesagt, das wäre ein alter Ball gewesen, vollgesogen von Nässe. Sie erinnern sich, es war ja dem Fritz sein Wetter. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf den Ball. Und eigentlich darf man von der Regierungsbänke schon gar nicht, wenn man den Bundespräsidenten sprechen hört, einen Zwischenruf machen. Aber ich habe es mich trotzdem getraut und habe gesagt, naja, der Ball war schlechter, aber das Ergebnis war doch besser. Und die Frage ist, was hat man lieber, meine Damen und Herren? Also, ich bin bei Rudi Völler. Die Entscheidung, die er getroffen hat, ich denke, die verdient unser allen Respekt. Aber ich sag das, und ich hoffe, er sieht mir das nach, ich bin auch ein bisschen traurig darüber. Denn er hat das toll gemacht. Wir müssen uns zurechtkommen da und einen neuen suchen. Ich habe mich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Bayer besprochen. Wir werden uns beide nicht bewerben. Es muss da keiner Ängste haben. Sie haben, Herr Wenning, zu Recht über den Behindertensport geredet. Und das ist nun wirklich nicht nur ein sehr bedeutender Bereich für Bayer Leverkusen, sondern auch ein außerordentlich erfolgreicher, in Europa unerreicht. Dabei sind die Behindertenspitzenathleten eine wichtige Orientierung, auch für den Nachwuchs, den Behindertennachwuchs im Freizeitbereich. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil dann Menschen mit Behinderungen sehen, dass es möglich ist, Spitzenleistungen zu erbringen. Und über diese Spitzenleistungen, ich bin dessen ganz sicher, auch wenn sie nicht in Tabellen und Annalen erscheinen, über diese Spitzenleistungen ein Stück Selbstbewusstsein zu gewinnen, das mit Sicherheit auch im beruflichen Leben und bei der beruflichen Eingliederung hilfreich ist. Es sind schon Vorbilder im Sport, die Menschen auch Mut machen, wenn sie sich sportgerecht verhalten, und das tun die meisten. Britta Siegers gilt als die erfolgreichste Behindertenschwimmerin weltweit. Dass sie sich in diesem Jahr noch einmal jetzt im Rollstuhltennis für die Paralympics qualifiziert hat, unterstreicht ihre ganz persönliche Ausnahmestellung, Frau Dr. Siegers. Gerne erinnere ich daran, dass vor 2 Jahren die Behindertensportabteilung mit dem grünen Band für vorbildliche Talentförderung im Verein ausgezeichnet wurde. Der Grund dafür ist die völlige Integration der Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen in den Sportbetrieb der Nichtbehinderten. Auch das ist ein eminent wichtiger Punkt, weil wenn man das getrennt hält, verschärft man natürlich den Eindruck, hier sei es, was Leistungsfähigkeit angeht, über den Teil, der durch die Behinderung bedingt ist, hinaus, verschärft man den Eindruck, dass es dort zu Unterschieden kommen müsse, was wirklich nicht der Fall ist.
Im deutschen Behindertensport ist Leverkusen in doppelter Hinsicht das Zentrum. Einmal ist es Leistungsstützpunkt, zum anderen entstand hier die, darauf ist hingewiesen, vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG, Herbert Grünewald, begründete Stiftung für Behinderten- und Leistungssport. Ich erwähne das, weil es wirklich auch breitem Publikum bekannt gemacht werden sollte durch die Medien, wie wichtig dieser Aspekt ist, den Menschen mit Behinderungen das Gefühl zu geben, sie gehören ohne Ausnahme und ohne Einschränkung, außer der, mit der sie leben müssen, zu uns allen. Das ist so wichtig und gerade im Sport so eminent wichtig, dass ich nur sagen kann, weitermachen, was diese Arbeit angeht. Es zahlt sich für die ganze Gesellschaft aus. Der Zusammenhalt aller wird gestärkt. Und diejenigen, die das Glück haben, ohne Behinderungen leben zu dürfen, sollten stolz sein auf die Hilfe, die sie gewähren und auf die Integrationsangebote. Meine Damen und Herren, also, es ist zu gratulieren, ich tue das besonders gerne zu diesem Jubiläum. TSV Bayer 04 danke ich für viele schöne, unvergessene Erfolge, an denen sich alle Sportanhänger, auch wenn sie Mitglieder und Ehrenmitglieder anderer Vereine sind, es gibt ja noch welche auch woanders, an denen sich alle erfreuen können und in der Tat erfreuen. Der Bayer AG, ich betone das noch einmal, danke ich dafür, dass es sich hier nach wie vor um ein Unternehmen handelt, das weiß, dass es im Sport und in der Kultur nur hilfreich sein kann, wenn es auf den internationalen Märkten erfolgreich ist. Aber dass diesen Erfolg eben nicht erkauft mit, lassen mich so ausdrücken, mit betriebswirtschaftlichem Geiz, was die Förderung von Kultur und Sport angeht. Und ich kann das nur begrüßen. Es zeigt, dass in Unternehmensführungen man schon spürt, dass motivierte Mitarbeiter gebraucht werden, gerade in den Bereichen, in denen Bayer aktiv ist, aber in anderen auch, und dass sie nur zu motivieren sind, wenn sie auch spüren, dass ihr Unternehmen sich für mehr als nur den wirtschaftlichen Erfolg einsetzt. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch für ein Unternehmen, das in einer globalisierten Welt, in globalisierten Märkten tätig ist, ganz gut, anderen einmal zu zeigen, dass Wirtschaft für die Gesellschaft auch da ist und nicht nur Selbstzweck. Dass Bayer das in all den Jahrzehnten geschafft hat und dass wir deswegen 100 Jahre Kunst- und Kulturförderung, aber eben auch Sportförderung feiern können, freut nicht nur mich, sondern viele, viele in Deutschland mit mir. Und diese ganz vielen werden sich sicher dem Glückwunsch anschließen, den ich gern ausspreche, mit einem herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.